Hurra, es ist endlich soweit. Die Fed kauft jetzt alles. Nur bislang noch keine Aktien, aber das kommt vielleicht auch schon. Und man, oder auch schon bald, man muss sich die Frage stellen, hat das mit freien Märkten noch irgendwie was zu tun, was da gerade passiert? Eher nicht, würde ich sagen. Man könnte vielleicht auch formulieren, dass die Notenbank und Jerome Powell heute ihren Whatever It Takes Moment hatten. Wir tun alles, um zu retten, koste es, was es wolle. Und es kostet 2,3 Billionen Dollar, die man da in die Wirtschaft pumpen wird. Wir erinnern uns, Draghi hat auch einst im Jahr 2012 in der Eurokrise gesagt, whatever it takes, ich werde alles machen, um die Euro zu stützen und zu schützen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Wird es der Fed gelingen? Das ist die Frage. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Hier kam dieses Statement der Fed, 2,3 Billionen Dollar. Und es war wahrscheinlich kein Zufall, dass dieses Statement um 14.30 Uhr kam. Just also in dem Moment, wo katastrophale Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal an, was die Fed denn so alles kaufen will. Sie kauft zum Beispiel Junkbond-ETFs. Sie kauft also im Prinip Anleihen, die abgestuft sind, gefallene Engel sind, die eigentlich nicht mehr Investment Grade ist, die ein Profi-Investor eigentlich nicht mehr anfassen darf. Aber man versucht damit eine Pleitewelle zu verhindern in diesem Sektor, der viele, viele Zombie-Firmen enthält, die eigentlich gar nicht überlebensfähig sind, keine Gewinne machen, nicht mal ihre Kreditkosten verdienen. Diese Formulierung von Markus Krall kennen Sie ja vielleicht, Zombie-Firmen jedenfalls. Wird man hier auch bestimmte Dinge tun, die ich Ihnen hier mal beschreibe. Hier unten sehen Sie Jim Bianco. Man wird Muni-Bonds kaufen, also das sind lokale Bonds von Lokalverwaltungen, von lokalen Regierungen für eine halbe oder für eine halbe Billionen. Man wird Junk-Bonds kaufen, Junk-Bond-ETFs. Man wird PPPs kaufen, das sind diese Geschichten, die jetzt praktisch das Programm decken sollen, das die Amerikaner aufgelegt haben, um die Löhne zu schützen und. Man könnte die Story praktisch endlos fortsetzen und Art Cushion, eine UBS-Legende, sagt, ja, das ist der Whatever It Takes-Moment eigentlich der US-Notenbank. Sie hat jetzt so ziemlich alles auf den Tisch gelegt, was sie auf den Tisch legen kann, Zinsen gesenkt, QE raufgefahren und jetzt eben sozusagen noch diese totale Bazooka, die man hier jetzt auspackt. Wir sehen dann schnell die Konsequenzen am Markt. Wir sehen hier zum Beispiel High Yield Bond ETF, das ist HYG. Das ist das größte und bedeutendste ETF in diesem Junk Bond Bereich. Und wir sehen hier, bums, der Kurs geht nach oben. Klar, wer sozusagen hier long geht in diese Bonds, der spekuliert auf fallende Renditen, auf fallende Risikoprämien und der denkt sich, huh, ich habe ja einen riesen Wal hier in der Badewanne, nämlich die Fed, die kauft, was soll da schief gehen? Ähnliches gilt auch hier zum Beispiel für LQD, das ist ein ETF, das US-Investment-Grade-Anleihen abbildet. Auch hier sehen wir eine klare, eine deutliche Sprache. Was da passiert ist, freie Märkte, naja, wenn ich weiß, dass sozusagen ein Gigant auf meiner Seite ist, ist das nicht mehr so wirklich frei. Aber das ist wahrscheinlich eine philosophische Diskussion. Die Realität, wir kamen sozusagen jetzt von der Finanzwirtschaft und kommen jetzt in die Realwirtschaft. Wer vielleicht jetzt im Koma gelegen hat ein paar Wochen und jetzt aufwacht, denkt sich, was ist denn eigentlich passiert, wenn er auf die Aktienkurse guckt, nämlich nicht viel oder nichts Dramatisches zumindest in der Gesamtschau, aber wir sehen dramatische Dinge natürlich in der US-Wirtschaft. Wir haben heute 6,6 Millionen Erstanträge gesehen, letzte Woche waren es 6,8 Millionen, davor 3,3 Millionen, das heißt, wir sind jetzt schon so bei 17, 18 Millionen Anträgen innerhalb von 3 Wochen. Wir sehen, dass jetzt die Arbeitslosigkeit wohl, so schätzen Ökonomen, von 3,5 auf derzeit 13,8% gestiegen ist. Und diese Arbeitslosigkeit, die wäre jetzt deutlich höher als noch in der Finanzkrise. Das gab es zuletzt seit der großen Depression mithin, also seit den Jahren 1929 und folgende. Schauen wir uns mal an, wie die Small Businesses am Start sind in den USA. Hier eine Grafik der Deutschen Bank, die zeigt, etwa die Hälfte dieser Small Businesses, also der Unternehmen, die so bis, naja, 500 Mitarbeiter haben, sind out of business derzeit, deren Geschäftstätigkeit
ruht. Und wenn wir jetzt mal den Sprung machen, wieder von Realwirtschaft in die Finanzwirtschaft, dann sehen wir, dass die Earnings, also die Gewinne der US-Unternehmen, ohnehin schon rückläufig waren in der Tendenz. Don't blame the virus. Es liegt nicht nur am Virus, sondern das ist sozusagen eigentlich schon, hat sich das angekündigt. Das war sozusagen eigentlich jetzt nur die Fortsetzung, die sich radikalisiert. Dieses Coronavirus macht ehrlich, es ist ein Wahrmacher, ein Aufdecker von Dingen. Schauen wir uns mal an, welche Spuren das hinterlässt, was da passiert bei den Amerikanern. Heute hatten wir das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan und das ist abgestürzt auf 71 und damit noch schlechter als die Schätzung 75. Wir sehen, dass die Erwartungen fallen auf 70, also man ist jetzt doch durchaus pessimistischer geworden. Kurz zuvor, vor Corona, waren solche die Werte im Verbrauchervertrauen noch praktisch auf Allzeithoch oder auf den höchsten Ständen seit Jahrzehnten. Jetzt hat sich JP Morgan gedacht, na, ist ja eine coole Geschichte, hier Jamie Dimon im Bild, der Chef. Wenn wir sozusagen jetzt die Garantie haben für Small Business Loans, also praktisch für Kredite, die vom Staat gedeckt und garantiert werden, dann machen wir nur noch diese Kredite und vergeben keine anderen mehr, angeblich weil man zu sehr beschäftigt sei, aber faktisch weil man einfach keine Risiken in den Büchern haben will, weil man risikofreies Geschäft haben will. Das haben die Banken in Deutschland derzeit auch, wenn sie eben diese Kredite dann ausreichen, die von der KfW respektive von Deutschland gestützt sind. Was wir hier sehen, ist dann wieder ganz konkret die Finanzwirtschaft. Hier sehen wir den S&P 500, der von einer zweifachen Standardabweichung überverkauft hat, jetzt schon wieder überkauft ist. Wir sehen also, wie schnell das Ganze geht. Heute sind wir dann zunächst mal runtergekommen mit den Erstanträgen, aber dann die Fed war sozusagen heute der Game Changer. Wir sehen das hier in einer schönen Grafik von Northman Trader von Sven Henrik. Hier sehen wir die Rate Cuts, die wurden noch abverkauft, aber die Bazookas, die Fed jetzt hier platziert hat, QE Infinity, also endloses QE, diese 1,5 Billionen Balance Sheet Expansion und jetzt die 2,3 Billionen, die nochmal in den Markt gepumpt werden, die hinterlassen Spuren. Für einen Moment, vielleicht ist es jetzt auch noch so, war der S&P, hatte er seine beste Woche seit dem Jahr 1974. Und davor war es nur 1931, 32, also große Depression, noch stärker, hatten wir eine stärkere Rallye. Das sind diese normalerweise Bärenmarkt-Rallyes, 1938, dann 74, 33, 32. Also wir sind jetzt schon in einer illustren Gesellschaft, 74, dann Ölkrise. Also da passiert einiges. Einiges passiert auch hier in Europa. Die Finanzminister sind dabei, sich zu überlegen, na, was machen wir denn nun? Wie kriegen wir die ganze Geschichte denn gewuppt? Es ist durchaus sinnvoll, wenn Deutschland zum Beispiel Italien hilft, aber es ist nicht sinnvoll, wenn wir Corona-Bonds wirklich auflegen, denn da besteht eine Gesamthaftung wie bei einer deutschen GbR. Wenn die Partner ausfallen, dann haftet der Verbliebene, der zahlen kann, mit allem, was er hat. Das ist nicht allzu schick. Hier sehen wir mal die Verschuldung der verschiedenen Staaten. Griechenland führt vor Italien, Portugal in Relation zum BIP alles. Belgien auch ziemlich verschuldet, Frankreich ist mit dabei, Zypern, dann der Euroraum insgesamt. Also da ist durchaus eine Schuldenparty auch zu bewältigen. Wir haben jetzt Schätzungen der WTO, also der World Trade Organization, dass wir wahrscheinlich gut 30%, 32% im Welthandel jetzt erstmal verlieren werden. Also fast ein Drittel im Jahr 2020, war zuletzt jetzt öfter an der Elbe. Schiffe habe ich da nur eines gesehen vor gut einer Woche, ein riesiges chinesisches Containerschiff. Das war aber wahrscheinlich zwei Wochen davor schon losgefahren. Ansonsten ist da tote Hose. Also nicht nur Flugverkehr ruht weitgehend, sondern zumindest nach Optik der Schiffsverkehr, was den Hamburger Hafen betrifft. Wir sehen hier in New York, sind die Fälle jetzt wieder deutlich gestiegen. Das ist Stand gestern. Die Zahlen von heute sind noch nicht raus oder ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Hier die Zahlen der Corona-Infizierten. Man hatte ja eigentlich gedacht und gehofft, da ist jetzt so ein Abwärtstrend drin. Aber dem war nicht so. Das lag eben auch teilweise daran, wie ich gesagt hatte, eben an der Wochenendträgheit, die Labore arbeiten nicht so, die Gesundheitsämter arbeiten nicht volle Pulle, das ist ganz normal und ist dementsprechend eigentlich kein Wunder. Aber wir haben einen, der Wunder vollbringt, der hat immer neue Medizinmöglichkeiten hier entdeckt. Jetzt sagte Donald Trump oder hat er gestern, heute Nacht gesagt, in dieser Pressekonferenz, Zink
Das ist doch etwas, das helfen könnte. Probiert doch mal Zink. Das hätten ihm die Ärzte gesagt, wie er vorher schon andere Sachen empfohlen hat, die durchaus nicht geeignet sind, ohne Medikation jetzt einfach mal hier in die Bevölkerung zu schmeißen. Also das ist schon ein hartes Stück, was Donald da teilweise bringt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber schauen wir uns mal die Charts an, was wir hier sehen. Wäre eigentlich der Chart von Capital.com. Ich versuche das Ganze mal wieder herzustellen hier ganz entspannt und bitte Sie um einen Moment Geduld. Da sehen wir, öffnet sich die Plattform. Es kann sich jetzt wahrscheinlich nur noch um Stunden handeln, meine Damen und Herren. Ich mache mal hier die Charts hinein und wir sehen, wir fangen vielleicht mal gleich mit dem DAX an. Hier sehen wir, dass wir bei 10.617 Punkten sind. Die Frage ist, ist das jetzt ein Top? Denn viel mehr kann eigentlich nicht kommen seitens der Fed. Also mehr Sugar ist nicht drin und die unschönen Daten, die kommen noch, vor allem dann eben auch von Unternehmensseite. Schauen wir uns mal den Dow Jones an, der hier reagierte teilweise natürlich auch auf OPEC-Geschichten jetzt, die hier interessant werden. Wir sind aktuell bei 23.916 Punkten, also es geht nach oben, hurra, wir haben eine völlige Abkoppelung zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Wir sehen Euro-Dollar, der bei 1,0933 ist, klar, der Dollar ist dann erstmal schwächer geworden, wenn das passiert, was eben passiert, dass die Fed ihre Bilanzsumme massiv ausweitet und profitiert hat. Vor allem natürlich Gold 1684 und schauen wir uns mal Öl an, da ist ja ein Hin und Her in Sachen OPEC. Hinter verschlossenen Türen wird dann über die Fördermenge gesprochen, $29,73. Man sieht hier die Nervosität im Markt. Das soll es erstmal gewesen sein. Die Fed kauft jetzt alles. Das ist die ganz, ganz große Rettung der Notenbankpresse gegenüber der Realwirtschaft. Mal gucken, ob es funktionieren wird oder eben nicht. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes, gesundes Ostern. Ich werde mich erst am Dienstag wahrscheinlich wieder melden, außer es fällt am Wochenende jetzt ein Riesensack Reis in China um. Dann würde ich nochmal schnell vor die Kamera treten. Aber an sich bin ich auch froh, wenn ich mal die Klappe halten kann. Mich nervt schon meine eigene Stimme manchmal. Also wie auch immer, bleiben Sie gesund. Ich wünsche das Allerbeste und freue mich, wenn wir uns am Dienstag wiedersehen. Ich sage Servus und Ciao.